Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Und ja, ich will auf jeden Fall hier dieses Reward haben und das hätte ich auch gerne und das hätte ich auch alles gerne und das hätte ich auch alles gerne. Was habe ich denn hier? Blue or Green Spells? Blue or Black Spells? Eigentlich müsste ich dann demzufolge mal heute ein blaues Deck spielen. Ja, probieren wir doch mal das ein blaues Deck aus. Competitive Constructed, was ist das jetzt hier? Was? Das will ich aber nicht. Ich will nicht Competitive Constructed. So. Ein... Was haben wir denn? Jungle Secrets hatten wir schon gespielt. Strength in Numbers hatten wir schon gespielt. Forest Might. Wir haben noch kein Arcane Inventions gespielt. Probieren wir doch mal ein blaues Deck aus. Wir probieren es einfach mal. Wenn wir mal canceln, wir gehen mal auf Cancel. Ich will einfach mal. Ah, scheiße. Okay, alles klar. Gut, also dann sind wir jetzt drin im Match. Dann machen wir es auch. Gegen Galasis. Mit einem blauen Deck. Ich habe noch nie mit einem blauen Deck hier gespielt. Dann schauen wir doch mal, was wir aus dem blauen Deck rausholen können. Zwei blaue haben wir. Das würde zumindest mal Artifact Creature erstmal reichen, um überhaupt ins Spiel reinzukommen. Aus dem Grund machen wir das jetzt auch einfach mal. Und dann gucken wir, was da passiert. So. Er spielt ein weißes Deck. Draw a card. Okay, das ist natürlich auch ganz gut. Dann haben wir schon mal die erste Karte draußen. Ein Tiefer. So. Und was kommt er jetzt da an? Ja gut, das könnten wir theoretisch machen, aber das werde ich jetzt nicht tun, weil es einfach lohnt sich nicht. So, wir schauen jetzt mal. No attacks. Spielen wir einfach mal ein blaues Deck. Oh, jetzt kommt er mit einem Ding an mit Flying. Und Flying gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich krieg jetzt mal wieder keine Karte. Ne? Wie so oft. Wir haben es auf jeden Fall erstmal weg. So. No attacks. So. Schauen wir mal. Oh. Also, das blaue Deck ist, glaube ich, für mich nicht ganz so gut. Ja, was kann ich jetzt machen? Den kann ich sowieso nicht mehr blocken. Und den muss ich jetzt blocken, weil sonst habe ich echt ein Problem. Ich will nicht machen. Ich muss jetzt mit beiden blocken. Schauen wir mal, was passiert. Was jetzt? Ja, aber deiner ist auch gut. So, und das ist jetzt gut. Jetzt haben wir wenigstens schon mal. Flying.
und das ist wichtig, dass wir den jetzt mal ausspielen. Sind wir erstmal wieder im Spiel. Das war jetzt ziemlich wichtig. Das ist ja toll. No blocks. Ich jetzt mal. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich greife jetzt mal mit dem an. Dann gucken wir mal. Was? Ja, ist klar. Ja, ist in Ordnung. Ist klar. Vigilance. Ich muss ihn jetzt erstmal blocken. Noch keine Möglichkeit jetzt hier irgendwo ansatzweise noch sogar ein Linebreaker. Vigilance oder dann, okay. Ja, ist klar. Ich hab dich auch total lieb. Ich kann es euch sagen. Jetzt bin ich ja eigentlich gezwungen. Welcher ist es denn? Flying, other gain, vigilance, flying. Ich muss. Den blocken. Damit mal endlich dieses Vigilance weg ist. Ja, trotzdem habe ich verloren. Defeat. Okay. Also. Das erste Match mit meinem blauen Deck ist ja wunderbar gelaufen. Dann haben wir hier jetzt das neue, das Chaos Mayhem. Chaos and Mayhem. Death is not the end. Strike Terror. Jetzt schauen wir uns das mal an. So. Das ist der Reward. Gucken wir uns mal an, das Ding hier. Was das kann. Chaos and Mayhem. Aber click to end. So, was haben wir denn da? Wir haben einmal, dreimal Shock. Shock deals 2 damage to any target. Also. Oh. Doomed Dissenter. When Doomed Dissenter dies, create a 2/2 black zombie creature token. Reassembling Skeleton. Goblin Instigator. Swap Goblin. Murder, destroy target creature. Ravenous Harpy, sacrifice another creature, put the. Okay, our act of treason. Blood divination. Flying tramp, or gravedigger. Goblin trash master. Rekindling Phoenix. Oh,
Das ist ja krass. Also das hier bedeutet, wenn der stirbt, ne, er hat 4-3, dann kommt eine 0-1-Kreatur mit, wenn du am Anfang deiner Runde opfere diese Kreatur und dann kannst du hier diesen Phoenix wieder zurückholen, diesen Phoenix. Das ist heftig, also das ist wirklich übel. Und was haben wir hier noch? Brawl, Bash Ogre. Open the Graves. Siege Gang Commander. Grave Waker. Ja, das sind natürlich die üblen Spielchen. Das sind aber dafür tapped. Dragon Skull Summit. Ja, allerdings muss ich sagen, Blue or Black Spells, Blue or Green Spells, Black or Red Spells. So, ja, also um das nächste Core-Set zu bekommen, muss ich ja jetzt dieses Deck mal dann nehmen. Und das machen wir auch mal. Da, Chaos and Mayhem. Okay. Dann schauen wir doch mal. Und da haben wir auch schon unseren Gegner gefunden, das ist Meledrian. Eine schwarze, zwei rote. Das ist gut. Das ist auch gut. Auch gut. Auch gut. Das behalten wir mal so. Ich denke, da kann ich nicht viel falsch machen. Ich fange jetzt an mit einer schwarzen Karte. Na, eigentlich kann ich jetzt mal mit allen angreifen. Und dann schauen wir, was passiert. Wenn er den blocken sollte, kriegst du 2-2er-Kreatur. Er lässt sie beide durch, okay. Greifen wir den einen an. Drei Attackers. Thank you.
Kosmos. Weiter. So, jetzt gucken wir mal, was habe ich jetzt hier? Zehn hätte ich dann schon. Wir machen jetzt erstmal das hier. Next. Next. Ja, und dann greifen wir mit dem, dem und dem an. Drei Attackers und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, und dafür kriege ich schon zwei Zweier-Kreatur rein. Ist ja in Ordnung, kannst du ja gerne machen. Okay, also, dann machen wir doch mal Folgendes. Jetzt ärgern wir ihn richtig. Jetzt ärgern wir ihn mal richtig. So, weil jetzt gehe ich nämlich noch hin. Jetzt greifen wir mal mit 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13. Er muss eigentlich jetzt blocken. All Attack. 6 Attackers. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Nehmen wir mal die kleinen. So. So, aber ich kann mal sagen, Baby, das hast du verloren. Victory! Dieses Match haben wir gewonnen. Mhm. Claim Prize. Na, das war doch schon mal ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Also das ist eigentlich, das war jetzt ein interessantes, wirklich definitiv ein interessantes Match mit Chaos und Mayhem. Sehr, sehr gut gelaufen, das Ding. So, Cinder Barons. Cinder Barons enter the menu. Rot oder schwarz? Schwarz, schwarz. Grave Digger. Ah, nee, Mulligan. Ich mach Mulligan. Boah, das ist ja noch schlimmer. Ja. Dann starten wir halt da damit. Top. Wir sollen Top haben. Okay. Oh, mit einer roten Karte.
du dann neidisch wohl? First Strike, das ist blöd, dann würde ich meinen Goblin verlieren, das mache ich nicht. So was habe ich jetzt keinen Bock. Ja. First Strike bedeutet, dass er den ersten Angriff machen würde, bedeutet bei zwei Leben, die ich nur habe auf meiner Karte, macht er den ersten Angriff. Dann wäre meine Karte down, ich würde nicht mal einen Schaden machen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch machen können, ne? Nicht mehr blocken, das ist eh wurscht.
Kann ich nicht, ne? Ich muss jetzt wirklich. Bei. Das ist eh wurscht, ich kann sie nicht mehr ändern. Das Match ist verloren. Nein, das Match ist verloren. Warum hat er denn jetzt nicht angegriffen? Was macht er denn alles? Warum hat er. Ja, komm, jetzt mach doch endlich den finalen Schlag, Mann. Fertig. Mein Gott. So, okay. Dieses Match haben wir definitiv verloren. So. Ready. Gegen Dragon Red 0. Ich will eigentlich dann mal so ein Mountain. Marshmallow, sorry, aber das ist. Oh nein. Da kriege ich doch auch die Fresse voll. Noch einen Mulligan. Jetzt muss ich es wirklich behalten. Done.
Kann ja nur besser werden. Fallen gut gehen, ja. Autsch. Autsch, 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 autsch. Das war jetzt doch sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Ich mache jetzt mal ein Ranked Match. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Bei einem Ranked Match. Ich habe keine Ahnung. Hätte das auch noch nicht gemacht. Machen wir jetzt einfach mal. Schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht werden. Ja, die grünen Decks können wehtun. Definitiv. Das würde ich wahrscheinlich auch verlieren.
Komm, töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. So, ey, komm. Das ist dein Ernst, oder? Komm, auf. Mit einem Schadenspunkt hier. Wenigstens so lange. Das ist natürlich nicht so schön. Dann machen wir es doch andersherum. Hier nehme ich mir mal zu mir rüber. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, würde ich sagen. Weil... jetzt greife ich nämlich mit allen an. Und deine Kreaturen dürften jetzt alle weg sein. Und dein Vieh dort auch. Scheiße war's, ne? Hm. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Das will ich eigentlich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Okay, jetzt lass mal überlegen, was wir machen. Lass mal das dort.
Das hat jetzt wehgetan. Damit bin ich jetzt wahrscheinlich scheiße. Tja, was packt mir denn aus? Ich muss ja. Damit habe ich verloren. Oh, das hat jetzt aber richtig wehgetan. Alter Vater, ey. Ja, schauen wir mal in die Packs rein, was wir jetzt holen können. Wir haben jetzt Rivals, Dominaria hatten wir schon gehabt, Ixalan. Nehmen wir mal ein X-Alarm-Pack. Machen wir mal so eins auf und schauen wir mal, was da drin ist. Machen wir mal so ein Pack hier auf, ein X-Alarm-Pack. So, Drover of the Mighty gets plus 2 as long as you control a dinosaur. Hier drin. Oh, das ist natürlich krass, ne? Captivate Crew. Das ist krass. Okay. So, einen Sieg brauche ich noch. Ich brauche immer noch 7 schwarze oder rote Spells, um dieses andere Pack zu bekommen. Gegen Bruno. Okay. Schon. Also heute läuft es überhaupt nicht gut bei mir. Ja, das können wir so lassen.
So, mit dem Red Findling Phoenix sollte ich eigentlich gewonnen haben, ne? Oh ne. Da sind Momente. So schnell kriegt man das wieder in den Griff, ne? Jetzt habe ich eigentlich gewonnen. 4, 6, nee, noch nicht. Noch habe ich nicht gewonnen.
So, in der nächsten Runde, wenn er jetzt nichts Besonderes mehr hat, kann ich mit beiden angreifen und dann sind wir durch. Also der muss von dem geblockt werden. Der muss von dem geblockt werden. Dann bleiben noch zwei übrig. Damit müsste ich eigentlich gewinnen. Na, noch nicht ganz, aber fast dann. Flying. So, wenn ich jetzt mit allen angreife, mit dem, habe ich gewonnen. Er wird ja wohl nicht, er kann ja nicht drei blocken. So, ich greife jetzt mit allen drei an und dann müsste ich eigentlich gewonnen haben.
Jawohl, das war's. Endlich habe ich mein Match gewonnen. Juhu. Corset, Guilds of Ravnica. Geil. Das hat jetzt... Wow. Oh. Ich 15 Wins hätte. Neues Deck morgen. So. Wir gucken uns jetzt die Packs an von heute. Das Corset 2019 jetzt hier noch. Schauen wir mal, was da drin ist. Return Reassembling Skeleton from your graveyard to the battlefield tab. Trample. Wow. Flying. Two-headed Zombie Menace. Okay. Spark Tongue Dragon. Oh, das ist auch krass. Leck mich im Arsch. Gift of Paradise. Und dann gucken wir mal hier oben rein. Krass. Okay, ist aber leider nur Colorless. Colorless, jetzt gucken wir auf. Gucken wir hier rein, gehen es auf Ravnica. Okay. Dann schauen wir mal hier. Ui, was ist das? Zwei Karten. Blau oder schwarz? Okay. Hab ich auch vorher noch nie gesehen. Alles klar. Ja, das war's heute wieder von dieser Folge Magic the Gathering Arena. Hat wieder richtig Bock gemacht. Definitiv. Und ja, schauen wir mal, was morgen für ein Deck drin ist. Heute haben wir ja jetzt hier das Chaos and Mayhem Deck gespielt. Ja. War auf jeden Fall ein sehr cooles Deck. Ist echt ein ziemlich cooles Deck. Gefällt mir sehr gut. Ja. Magic Esports. Ja, davon bin ich ja noch weit entfernt. Ja, aber schauen wir mal, wo wir eventuell irgendwann mal landen können. So, Arena Play Modes, Advanced Play Modes, off. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem Mangler. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.